Servus und willkommen, hello and welcome, bonjour, hola, brifjet, namaste, konnichiwa und viele, viele andere Arten willkommen und hallo zu sagen. Wir sind in der FAL und ich bin echt gespannt, was für Games wir sehen. Ich habe mir alle Games von den ersten Begegnungen angeguckt, runtergeladen und ich gebe euch hier eine schöne Konferenz aus den interessantesten Spielen, die kein 0815 Basebild und einfach auf die Fresse sind und auch nicht einfach, wo ein Team das andere komplett überfährt, weil das will keiner sehen. So Games gab es auch, klar, aber ich muss euch jetzt nicht eine halbe Stunde Lebenszeit rauben, wenn man sieht, wie ein Rittersportfort das andere Rittersportfort beschießt, bis irgendwann einfach eine Strebe versagt. Deswegen, wir fangen hier an. Das Match, was ich euch zeigen will, ist hier auf der rechten Seite Corby und Poolboy mit dem Team Plunger gegen Monet und Spooky mit dem Team Pinchfisters. Und ihr seht's, rechts das Team, schön abgesprochen oder eben auch nicht. Ich weiß es nicht, ob beide einfach sich drauf trainiert haben. Mit zwei Snipern direkt die Windturbine angegangen. Und wenn man die hier weiter bedrängt, dann geht die raus. Und so eine Windturbine mit 200 Metall und 800 Energie, gerade am Anfang ist das sehr bitter. Und das hier, oh, das schreit so nach einer Basso. Einfach hier sing, sing, singen und alles ist weg. Aber wir sehen es hier bei den Pinchfister. Moment, ich muss einmal gucken, wer ist wo. Ah, oben ist Spooky. Ich glaube, ich lasse das drin, einfach für die bessere Übersicht. Bei Spooky sehen wir hier oben die zwei Swarms, Upgrade Center. Wird ein ganz, ganz klassischer Pinchfist Nuke Rush. Und hier haben wir die Fabrik bei Monet. Ja, der soll die Nukes natürlich mit dem Firebeam covern. Bei Corby haben wir hier unten die Waffenkammer. Hier oben bei Poolboy die Fabrik. Beide lassen sich nicht lumpen. Ziehen auch direkt auf die T2 mit. Als Warzenschwein ergibt das Sinn. Der Commander ist stark. Aber auch nur, wenn er... Oh, Corby... Die Buzzer, die wäre so schön gewesen. Aber jetzt hier leider keine Chance. Der wird Metall eingezogen. Und wie gesagt, Warzenschwein ist in sehr starke Commander. Egal ob 1v1, 2v2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Ist vollkommen egal, weil bei ihm ist einfach so, alles was T2 Waffen sind, außer Firebeams und Magna, aber Magna zählt irgendwie nicht, macht er einfach um 25% stärker vom Schaden und vom Splash Damage. Hinzu kommt noch, ja, da trifft die Buster jetzt, wo sie vorher hin wollte, aber Monet hat reagiert, da kommt Stahl rein, hier kommt der erste Firebeam und hier kommen gleich zwei Nukes von Spooky, einfach richtig kackendreist, aber hier kommen auch zwei Firebeams. Corby könnte mit der Buster immer noch rein und wir haben zumindest mal einen aktiven Sniper, der andere, der hat noch einen Sandsack vom Kopf. Weil hier könnte man die Firebeams rausnehmen, wenn man es sieht und wenn man es will, weil man darf nicht vergessen als Außenstehender, die Spieler hier, die spielen zwar Forts, die wissen auch, was sie tun, aber man steht auch unter einem gewissen Druck. Man will zum einen sein Teammate nicht irgendwie enttäuschen, man will das, was man trainiert hat, auch gut umsetzen und da spielt man lieber ein bisschen vorsichtiger, anstatt auf ein Gamble einzugehen. Und ich denke mal, Corby ist hier auch mehr konzentriert, dass er hier das Setup richtig aufbaut für den Hobby. Jetzt kommt die Buster. Ja, die wäre auch zu spät gewesen. Ich denke mal, Corby spielt hier einfach auf Nummer sicher, ohne Risiko, ohne alles, weil man möchte das Game hier nicht aus der Hand geben. Und ich denke mal, bei den Pinchfistern genau dasselbe. Man hat wahrscheinlich diesen Nuke Laser Rush eintrainiert, geübt. Weil das sieht doch schon sehr abgesprochen aus. Hier auch mit dem AP-Sniper hier oben finde ich sehr schön. Da kann man die einfachen Dort-Gunner oder diese eine Flak hier unten bei Poolboy einfach direkt rausnehmen. Man baut damit auf den Gegner Druck auf, weil man zwingt ihn quasi sowas nochmal umzubauen, weil man muss dann hier eine zweite Tür reinfriemeln und hier unten noch den Boden sichern. Es ist einfach für den Gegner nervig. Und hier kommen ganz, ganz viele Gunner jetzt bei Corby und bei Poolboy. Noch keine T2-Waffe, aber ganz, ganz viele Gunners. Und die können durch die beiden Firebeams auf jeden Fall komplett gecovert werden, dass die schön einfach nur dumm in den Firebeam schießen.
Die sind alle offen, die sind alle ready. Hier ist auch alles ready und hier kommen die beiden Nukes. Ja, schön, aber der hätte flacher covern müssen. Genau. Oh, das sieht gut aus. Oh, okay. Hat zwei Gunner mitgeholt, aber für Monet, der hätte hier ein bisschen flacher covern müssen. Und Firebeam jetzt nicht hier oben in den Mond schießen, sondern einfach hier unten. Und nicht ganz knapp da drauf. Und jetzt hier, ja, schön. Und Spooky mit dem Sniper aktiv hier gearbeitet. Die Gunner gehen raus. Die nächste Nuke wird gepainted. Monet ist schon bereit. Und ja, da kommt die Nuke und oh, dieser MVP-Gunner, der hat hier Corby vor der Nuke gerettet. Und jetzt sind beide Firebeams leider ausgebrannt bereits. Ja, mit der Flak von Poolboy und den Gunnern, die jetzt hier weggeschossen werden, keine Chance. Jetzt hier mit dem AP-Sniper vielleicht oben mal reintesten. Das wird den Howie auf jeden Fall freuen. Denn das ist schön, hier aktiv mit den eigenen Gunnern gearbeitet. Geguckt, dass man hier möglichst viel Schaden macht. Jetzt hier wird genug gepainted. Ist der Firebeam ready? Ja, Firebeam ist mal früh genug. Ja, wird hier gecovert. Poolboy hält die Flak manuell. Ja, hat auch gerade dafür gesorgt, dass die Flak hier noch die Nuke rausnehmen konnte. Jetzt ist hier oben Fire Plasma bei Poolboy im Aufbau und eine weitere Flak. Die Haubitze bei Corby ist zu zwei Dritteln durch und lasst euch nicht irritieren. Diese Spitze hier oben, die sieht man nur, wenn man quasi im Team ist von dem Sitzer von der Haubitze. Der Gegner sieht diese Spitze nicht. Und hier die Gunner schön gearbeitet. Ich hätte auch gerne mal solche Gunner. Also entweder schickt Corby seine Gunner nicht zum Saufen in den Feierabend oder er bezahlt sie ordentlich, dass er nicht irgendwie mit billigem Fusel das Leben schön trinken müssen. Und hier Poolboy brennt. Ja, sieht es relativ spät, kriegt keinen Core-Damage, aber die Tech hier, die ist in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist teuer zum Reparieren. Hier kommt die nächste Nuke, 1 und 2. Der Firebeam ist ready. Wird gecovert. Ja, aber die Gunner kriegen das hin. Und jetzt hier. Oh. Oh, geil. Die Nuke kracht richtig illegal von oben rein, dass der Howie ihn noch hält. Oh, eine richtige Frechheit. Wenn der runtergefallen wäre, wäre Corby Geschichte gewesen. Und hier kommt auch der nächste Howie. Und der ist momentan komplett offen. Also hier haben die Nukes bewiesen, wie gefährlich so eine drunke Nuke sein kann. Hier wird die nächste gepainted. Monet ist auf den Firebeams ready. Hier kommt der Plasma Beam. Ah, Cover. Ah, und hier. Oh, Poolboy. Poolboy sägt hier einfach Spooky mit dem Plasma hier unten rein. Ja, und da war es dann GG. Und sogar ohne die Aktive vom Warzenschwein. Ja, da hat Spooky leider seine Stability Tech und seine Defense ein bisschen vernachlässigt. Ich denke mal, an den Ressourcen lag es nicht, wahrscheinlich eher an der APM mit dem Sniper-Play, die Nukes painten, Absprache mit seinem Mate. Da muss viel koordiniert werden und ich sag mal, das merkt man auch schon, dass gute Spieler da auch gefordert sind, das Ganze gut umzusetzen. Ja, jetzt räumt hier Corby die Gunner vom Gegner weg mit seinen Gunnern und die 10% Core-Damage, ja, sind vernachlässigbar. Hier kriegt der erste Howie und ja, die Seile retten hier Monet. Die Stability Tech ist eingezogen, aber es ist nicht die mit der Vorlong hier vorne. Wir sehen hier keine Vorlong drin, wir haben nur diese eine lange Strebe. Und die ist hier auch nur sehr, sehr hilfsbedürftig connected. Also diese Stability Tech, die hält nur bedingt einen am Leben. Also, da würde es sich nochmal lohnen für die beiden Pinchfisters hier auf der Seite, wenn man sich da mal ein kleines Tutorial vor dem nächsten gerne nochmal anguckt, einfach um das Ganze hier stabiler zu machen. Und hier, ah, den Plasma leider ein bisschen verämmt, aber man konnte die Flak und den Firebeam, genauso wie den Sniper, rausbrennen. Das war ordentlich. Und Corby hat die Haubitze da oben verkauft. Die war einfach komplett krumm und schief und gefährlich, wenn die runterdroppt, ist vorbei. Mit der aktiven und jetzt mit der aktiven, das kracht so übel und alles ist weg. Der Plasma wird noch gegen die Wand gezogen. Dieser super dicke Strahl hier war der Plasma-Beam mit dem Bonus-Damage vom Warzenschwein. Aber tatsächlich sehr, sehr unspektakulär vom Schaden. Monet ist jetzt hier im Hintertreffen, hat zwar jetzt hier 7 Minen,
aber nur drei Windturbinen, die sich auch, ja, traurig drehen, weil diese Strebe blockiert sind. Der Sniper müsste weg und hier kommt die Haubitze, wird abgewehrt, gar kein Problem. Bullboy jetzt mit dem Sniper fängt an aufzuräumen, holt Gunner um Gunner weg. Corby macht dasselbe und es werden Nukes gepaintet. Das Problem ist aber, die Flak ist noch am Start, Bullboy ist auf seinem Plasma-Beam ready, die Gunner sind auch noch da. Ohne den Firebeam-Support wird Monet die wahrscheinlich nicht durchkriegen und hier knüppelt Corby die nächste Haubitze raus, anstatt auf eine Cannon zu spielen. Ich persönlich liebe es, mit Warzenschwein 20s zu spielen, weil mit der aktiven machen die auch mehr Damage und ich mag einfach dieses, einfach das Geräusch von der 20. Auch wenn sie sehr inakkurat ist, aber es muss einfach manchmal sein, dass die 20 hier regeln soll. Bullboy baut hier oben sein Feuer auf und hier kommt die Haubitze. Schöner Hit. Wir haben 3% Core Damage und hier Bullboy hinterher mit Plasma Beam. Ja, oben einmal abgesägt. Die Gunner werden rausgenommen. Warum die jetzt hier für den Winkel nach oben umgerüstet werden, erschließt sich mir nicht, weil die Haubitze, die fliegt frontal auf dich zu. Naja, wer weiß, was Monet hier denkt. Vielleicht auch mehr eine Panikreaktion. Ich kann es nicht einschätzen. Auf jeden Fall, für ihn ist die ganze Situation auf jeden Fall sehr, sehr belastend. Und hier, oh, schöner Hit. Die aktive läuft und... Oh, es hält noch. 8% Core Health haben wir noch. Monet leidet hier ordentlich, aber die Defense hat gehalten, trotz der aktiven von Warthog, also Warzenschwein zu Deutsch, aber 8% Core Health ist echt nicht geil. Hier kommt ganz, ganz viel Metall, aber er muss hier quasi den Woodspam weiter nach rausziehen, weil die Haubitze mit ihrem Splash Damage, ich glaube, auch wenn die hier kollidiert, die wird ihm immer noch 3-4% Damage machen. Wir sehen es und... Okay, nein. Oh, hier nochmal der Plasma hinterher, hat gegrüßt. Und Monet hängt hier verzweifelt an seinem Leben. Die Gunner bringen ihm leider gar nichts. Leider bringen die ihm gar nichts. Ja, jetzt zieht er hier vorne raus. Er müsste hier quasi dort Gunner reinsetzen. Die muss auch wieder replacen, die können ihm rausgebrannt werden. Aber die bringen ihm immer noch mehr wie die vier, die gerade nach oben nur schauen. Hier kommt die Haubitze und... Ja, Feier, Haubitze, Plasma hinterher. Aktive läuft. Der Chor lebt. Das ist Leben am Limit. Es ist nichts da. Doch hier ist eine Strebe. Okay. Also das hier ist echt Leben am Limit, was hier Monet hinter sich hat. Aber hier kommt die nächste Haubitze. Ja, und mit der aktiven reicht das. Ja. GG. Die Plansche auf der rechten Seite gewinnen gegen die Pinchfisters. Das sind jeweils immer Best of Threes. Aber ich kann es verraten, das nächste Game sah genauso aus, nur mit weniger Spannung. Deswegen gehen wir in ein anderes Game, wo ich sage, das ist sehenswerter. So, und hier sind wir schon im nächsten Game. Sogar diesmal mit der vollständigen, fast korrekten Anzeige, weil, ja, es ist nicht die FPL, wir sind in der FAL. Aber sei es drum. Aber immerhin sehen wir jetzt die Teams auch eingeblendet hier, Genesis und Strebenknacker im Duell. Und wir haben hier bei Genesis haben wir Vulfeli, ich sag's einfach abgekürzt, und Laven. Und auf die beiden, da bin ich echt gespannt, weil, ganz ehrlich, die haben mich schon beim ersten Mal mit ihrem Spielstil überzeugt, weil sie etwas unkonventionell spielen und dann doch wieder eine gerade Linie drin haben. Von daher, auf die beiden bin ich gespannt. Und wir sehen hier drüben bei den Strebenknackern JXSTXCX. Okay. Da muss ich mir das einfallen lassen. Und hier unten Neko. Das kriege ich hin vom Namen. Und wir sehen auch von den Commandern, wir haben Adlerauge und wieder Warzenschwein. Also ein tierisches Duell diesmal. Ja, Warzenschwein haben wir schon besprochen. Macht halt einfach diesen Mehr-Damage. Ich glaube, Pinchfist muss sich keinem mehr erklären aus der ersten Runde. Der kriegt halt einfach 100% vom Metallwasser verkauft. Und nicht wie andere Commander 50%. Und mit der aktiven schießt er halt günstiger und er kriegt halt aus allen Ressourcenquellen 5% mehr. Das ist Pinchfist. Fertig. Jetzt hier zu Adlerauge. Adlerauge hat ganz, ganz vieles, also eine ellenlange Passive und die aktive, ja, Minigunner, Sniper und Shotguns haben Explosivmunition. Und so wie das aussieht, will das hier das Team Genesis auch forcen, weil wir haben hier zweimal die Waffenkammer.
und in Upgrade Center. Wir haben hier auch jetzt vier Flaggen. Und ihr seht, die haben alle diesen Knubbel hier drauf, so ein Laservisier. Ist bei Adlerauge normal. Haben auch die Sniper, Minigunner, Laser, eigentlich alles. Und das kann man einstellen mit dem Mausrad, dass man immer akkurat trifft, egal wo man hin erschießt. Wir haben hier bei, ja, ich spreche das nicht aus, eine Buzzsaw und die T2. Und hier unten auch die T2. Jetzt kommen hier die ganzen Upgrades. Leven hier mit 4 Upgrades und Fulfeli hier gleich mit auch 4 Upgrades. Das wird auf jeden Fall knackig. Man darf nicht vergessen, sie haben nur, in Anführungsstrichen, 2 Windturbinen. Jede Shotgun braucht 800 Energie zum Schießen. Darf man nicht vergessen. Und jetzt seht ihr noch eine Eigenart. Diese Patrone, die ist für Adlerauge auch einmalig. Mittlere und schwere Waffen können doppelt durchladen. Das heißt, die schießen erst einmal, laden dann ratzfatz wieder nach für den nächsten Schuss und direkt nochmal hinterher. Das heißt, diese 4 Shotguns zählen quasi momentan für 8 und diese 4 zählen gleich auch für 8. Das heißt, wir haben 16 Shotguns, die bereit sind, hier irgendwo richtig, richtig fiese Löcher reinzuklatschen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Und es geht los. Man hat sich hier oben auf die Top-Base eingeschossen. Ah, das niemals machen. Wenn ihr eine Buzzsaw kauft, benutzt ihr auch nie verkaufen, weil ihr gibt keine Ressourcen zurück. Der Schaden, ja, war jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Man hat halt viel Holz kaputt gemacht, aber man bekam nichts Wichtiges, nicht an die Substanz rangekommen. Und hier unten bei Neko läuft der erste Firebeam. Und der kann hier den Leuten von Genesis schon mal echt wehtun, weil da ist keine Defense, also nicht wirklich Defense vom Chor. Hier wird eine Windturbine verkauft, keine Ahnung warum. Oh, hier sind die, oh, beide Firebeams mit der Shotgun rausgenommen, also hier die Ekeltaktik von Genesis trägt Früchte, was ich sehr geil finde. Oh, Neko hat Brandschaden und 10 12, 13, 14, 15, 16 16% Core Health verloren. Und hier Genesis mit der EMP da oben direkt zur Rocket. Man will hier also mit den Waffen von der Waffenkammer hier das Game nach und nach für sich holen. Raketen, Shotgun, das sieht so aus, als ob es darauf läuft. Hier unten bei Fulfeli haben wir auch dann die EMP, erkennt man hier schön am Arm. Die EMP hat den Arm, der Smoke Launcher hat hinten eine Schraube und die Flak, also hier Shotguns, haben keins von beiden. So, jetzt muss der Sniper nochmal raus. Der darf nicht da sein. Boah, illegaler Winkel auf die Minen hier oben. Aber hier unten kommt noch ein Firebeam. Diesmal mit mehr Holz gesichert. Und hier oben, ja, wird nochmal die Windturbine, die man verkauft hat, nochmal neu geplaced. Aber ihr seht es auch hier unten. Ja, von den Ressourcen hier, es sieht nicht so geil aus. Irgendwie das Team Strebenknacker hat so den roten Faden verloren, wie es aussieht. Die Shotguns haben anscheinend sehr, sehr irritierend auf das Team 2 hier gewirkt. Hier die EMPs. Leider nichts Zählbares. Aber hier die Rockets. Die schon eher hier der Firebeam jetzt deaktiviert. Und man schießt hier erstmal noch mit EMPs. Oh, leider verfehlt. Jetzt kommen die Upgrades für die Rockets. Erstmal nur eins, weil ihr seht es. Ja, man braucht hier ein bisschen Metall. Man läuft auch nur auf 3 Minen, also alles an Schaden ist wirklich böse. Das Schild ist aus und die Windturbinen sagen alle auf Wiedersehen. Ja, also die Top-Base wird hier ordentlich gemobbt von Genesis. Und Bottom ist quasi so die Hoffnung von Team Strebenknacker. Die müssen irgendwas sich einfallen lassen. In AP-Sniper wäre hier genial. Und hier mit der aktiven wird es geschossen. Ihr kriegt mit, das ist alles so ein bisschen Explosivschaden. Aber da die meisten Schüsse hier nach unten vorbeifliegen. Oh, wieder offen. Du wirst gepunished. Oh, nee, man lässt den Firebeam in Ruhe. Also für das Team 2 hier. Wie gesagt, es wirkt so auf mich, als hätte man hier den roten Faden verloren und würde in so eine Art Panikmodus verfallen. Weil hier, holt ihr doch einfach eine 20. Ihr braucht momentan billigen Damage dagegen. Eine 20, weil das alles nur Single dort bzw. offen. Und hier mit dem Firebeam auch. Einfach mal reinhalten.
Ihr seht, da drüben ist kein Sniper, das heißt, der Firebeam ist nicht aktiv bedroht. Dass ich hier keine Gunner baut, kann ich verstehen. Ist gegen die Shotguns auch sinnbefreit, aber wie gesagt, hier oben, ich würde auf jeden Fall eine 20 bauen, weil da ist so viel offen. Und wenn ihr einen Gegner habt, der so auf die Early Aggression spielt, gerade auf die T1-Waffen, hier jetzt nicht, aber hier, guckt, dass ihr irgendwie die Windturbinen rauskriegt. Ja, hier, endlich mal dagegen Snipe. Ja, sehr schön. Oh, schön hier abgeprallt. Nice. Endlich ein bisschen Gegenwehr. Der Firebeam muss jetzt zum Einsatz kommen. Die Energie ist da. Man muss sich hier bei auf Seiten von Team 2 jetzt ein bisschen von dem Druck hier befreien. Da haben wir eine Cannon im Aufbau. Eine Cannon ist ein guter Call. Mit Warzenschwein. Aktive ziehen. Den Punkt hier treffen. Auch ohne die aktive und GG. Hier nochmal schön mit dem angewickelten Metall gearbeitet. Den EEP-Launcher unten rausgenommen. Dafür geht jetzt der Sniper drauf. Aber dieser Firebeam, der muss endlich mal ins Spiel kommen. Oh, jetzt hier. Top Base wird nochmal gemobbt. Hier, jetzt kann man sehen, wie viel Schaden das eigentlich macht, wenn alle Explosionsschüsse treffen. Man hat hier die Mine beschädigt und ganz, ganz viel Metall. Oh, zwei Minen gehen raus. Oh, das ist bitter. Die zu replacen ist teuer und der Verlust, den man dadurch einfällt, ist einfach richtig immens. Nico, du musst deinen Firebeam benutzen. Du hast das Ding die ganze Zeit. Wart einfach ab, die Shotguns geschossen haben und dann rutscht rein. Bier's wenigstens. Oh, hier nochmal deaktiviert. Also die Top-Base muss echt leiden. Und ich bin ganz ehrlich, der oh, die nächste Mine und nochmal Explosivmunition. Oh, das, oh, noch eine Mine. Ich kann den Schmerz echt mitfühlen. Das ist frustrierend. Und dass hier der Gute wahrscheinlich im Voice gekotzt und geflucht hat, kann ich nur sehr gut nachvollziehen. Jetzt endlich drei Türen vor dem Firebeam. Generell, wenn man gegen Shotguns spielt, sind Firebeams genauso wie 20s kein guter Call, weil die Shotgun einfach reinfrieren mit uns rausholt. Oh, hier noch eine Mine. Jetzt wird der Firebeam verkauft. Der hat nie was gemacht. Der ist raus. Oh, wird die Mine überleben? Nee. Die Top-Base ist nackt. Die eine Cannon kann aber alles richten. Es wird hier alles ver... Oh, es reißt alles ab. Nein, 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 nein. Oh, es war so knapp. Die Cannon hätte hier den Kill holen können auf Laven und hätte man sich befreien können. Wie bitter. Aber wie gesagt hier, auch wenn die 20 und der Firebeam nicht die richtigen Calls wären für die Shotguns, wenn man das Ding baut, benutzt es auch einfach. Einfach reinhalten, wenn es drauf geht, hat es immer noch mehr Damage gemacht, wie die drei, die hier gebaut wurden. Klar, es ist immer einfach, jetzt hier am grünen Tisch zu sitzen und hier Kritik zu üben, aber einfach für die nächsten Games gegen Shotguns einfach keine Firebeams bauen. Und hier gewinnt Team Genesis mit den Shotguns. Und ich kann nur sagen, Gigi. Und ich wünsche dem Team Strebenknacker fürs nächste Game alles Gute. Und wir gehen weiter ins nächste Game. So, wir sind im nächsten Game. Das Team gibt Gummi mit Pinchfist, bestehend aus Heulsuse und Nova. Heulsuse kennt ihr aus den letzten Videos von mir. Ich muss ehrlich sagen, es sah jetzt in den Videos oftmals vielleicht ein bisschen einseitig aus, aber der Gute, ja sag mal so, wenn der mal einen guten Tag hat und nicht so Denkfehler hat wie bei mir in den letzten Games, ist er echt jemand, wo man sagen kann, der kann gefühlt jeden knacken, wenn er einen guten Tag hat. Und Nova hier oben, auch ein Spieler, den kennt ihr aus meinen Videos noch nicht, aber selbes Niveau wie Holzuse zusammen in Team, wo ich sagen würde, für mich eines von den Favoritenteams, genauso wie die Plancher mit Corby und Poolboy vom Anfang. Das sind so zwei Teams, die ihr bisher kennengelernt habt, wo ich sagen würde, ja, die könnte ich mir vorstellen, dass sie die FAL abräumen. Simon der Dritte und Ive-On? Heave-On? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Auf jeden Fall beide hier auch mit Pinchfist am Start, zu Deutsch Geizhals, mit dem Team Nazareth.
Und wir haben hier den ganz klassischen T2 Rush. Schön die Windturbinen mit Sandsäcken verteidigt, sodass sie nicht rausgesnappt werden. Man spart sich auch hier das Reparieren, finde ich gut. Wenn ihr euch fragt, was die Holzstrebe war, ganz einfach, man hat mit den Snipern, wie ihr seht, das Metall hier angegriffen, weil es auch ein bisschen ja, Damage macht und bei Reparaturen quasi dann auch nochmal Ressourcen zieht. Und es hat hier Heavy On. Ja. Sehr gut gelöst, das Problem, dass hier einfach ein bisschen Holz vorzieht, auch wirklich nicht so viel. Hier den Sandzeig rausgezogen. Ich habe mich immer gefragt, warum man das eigentlich macht. Ich kann es euch erklären. Wenn man die Mine hier hinsetzt und da fliegt eine Buzzsaw rein. Die hat den Sandzeig weggeholt. Wären die hier unten reingekommen, wäre die Buzzsaw. Von wem kam die denn? Ah, hier von Nova. Das hätte hier die beiden Windturbinen abräumen können. Das wäre bitter. Und wie gesagt, diese Strebe hier einfach als Buzzsaw, als Sniper-Schutz, damit hier reingesnappt wird. Und dieser Sandsack ist als Buzzsaw-Schuss. Der erste Buzzsaw kommt hier rein. Dadurch fällt die Strebe runter. Oh, da wurde eine Windturbine weggesägt. Das ist bitter. Und der Sniper. Gut, das merkt man. Jetzt fehlen Ressourcen für den Plasma-Beam und eben auch noch die Kapazitäten. Ja, hier drüben ist man auch noch nicht so weit. Man baut sich gerade erst auf. Holzuse, Nova, Simon der Dritte und... Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Tut mir leid. Sind momentan alle ungefähr gleich auf. Hier wird er aber ein bisschen gemobbt durch die Buzzsaw. Aber wir haben hier die erste Cannon beim Simon den Dritten. Finde ich gut geplaced. Die Windturbinen schützen vor der Buzzsaw. Persönlich, einfach aus der Erfahrung, dass die Buzzsaw immer hier unten irgendwie pervers reintrifft, würde ich noch ein bisschen Gegengewicht nach hinten, dass alles so ein bisschen sich nach hinten lehnt. Dass mit dem Reinsägen das Ganze ausgeglichen wird, aber passt. Wie mit dem Plasma Beam jetzt bei ja, Heavy On. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren oder du auch selbst, wie man das am besten ausspricht. Hier oben der Plasma Cannon und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier bei Heulsuse Fire Plasma und die Haubitze bei Nova. Also man kriegt es mit. Man hat sich hier mehr auf T2-Waffen versteift, mit einem bisschen Harassment von Nova bei den Minen von Heavy On. Da kommen die Tore. Ja, ich würde hier noch einfach in Sicherheits-Sandsack reinplacen, nicht, dass hier eine Buzzsaw mir alles wegnimmt. Und hier kommt noch eine 20 bei Simon der Dritte. Finde ich sehr, sehr schön. Ich spiele selbst gern 20s, wie eben schon erwähnt. Und Canon 20, zumal die 20 eine sehr günstige, in Anführungsstrichen, Variante ist, um Verteidigung für die Cannon aufzuweichen. Genauso wie eben hier Fire Plasma zusammenarbeiten. Kann man eben die 20 hier auch gut verwenden, um für die Cannon quasi alles vorzubereiten. Oder die Cannon hier haut das Schild weg und die 20 haut den Rest weg oder hier oben. Weil ohne Energie spielt es sich sehr, sehr schlecht. Okay, Heavy On. Zieht hier dann nochmal Metall rein, hat anscheinend ein bisschen zu viel und weiß nicht wohin damit. Ich an seiner Stelle würde sagen, ich habe die Werkstatt, da ist Platz, gebe mein Upgrade Center, ich verkaufe die Mine, mache einen Nuke und oben kommen drei schwere Mörser und dann have fun, weil wir sehen hier drüben, es gibt keine Anti-Air. Jetzt kommt der erste Gruß, Fire Plasma. Oh, den Plasma veraimt aber hier präzise von Simon der Dritte mit der Cannon hier rein. Und direkt den Plasma-Beam von der Heulsuse rausgenommen. Schöner Schuss. Schön reagiert. Und sein Mate hier auf jeden Fall, auch wenn es veraimt war, hätte er ihm auf jeden Fall den Arsch gerettet. Weil der Plasma-Beam wirklich nur so... Und bevor er Damage machen konnte, war er schon weg. Aber hier kommt die Haubitze. Oh, die Haubitze knallt Türen von der 20 weg. Aber hier... Oh. Schade. Ja. Hätte man erst mit der Cannon reinschießen müssen und dann mit der 20. Ich glaube, die 20 war einfach eine Panikreaktion, weil viele Schüsse von der 20 sind auch im Firebeam von seinem Mate verbrannt. Und jetzt muss das Ganze hier neu gebaut werden. Das ist ja ein Teil, den ich persönlich immer sehr hasse. Jetzt kommt die nächste Haubitze, wird gecovert und
Es hält noch. Es hält. Sehr geil. Jetzt hier mit der 20 nochmal rein. Ja, leider ein bisschen zu hoch. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hier war eigentlich das Ziel. Aber hier kommt ein Sniper von der Heulsuse. Und da ist alles offen. Big Doors, ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Hätte ich auch gebaut, einfach zu sagen, hör zu, kein Bock auf den scheiß Gefriemel hier. Nimm mein Geld, gib mir Tore und gut ist. Die nächste Haubitze fliegt und... Oh, haut die beiden Big Doors weg, das ist teuer. Ah, hier nochmal ein Panikschuss. Oh, da geht die Kanone raus. 703. ist waffenlos und hat 14% Core Health verloren. Jetzt kommen hier Open Gunner von Heavy On. Ganz schlechte Eigenschaft, die offen zu placen. Ich kann es verstehen. Mag ich auch öfter, wenn es schnell gehen muss, wenn ich ein bisschen panisch reagiere. Aber wenn ich nicht gerade hier die Sniper-Dominanz habe oder generell die Oberhand, sind die Gunner nur temporär gut, weil da ist ein Sniper. Der kann die da rausholen und das ist einfach Free Metal, was man dem Gegner in den Rachen wirft. Und wie gesagt, er gibt hier so viel Geld aus. Ja, wenn hier gecovert, sogar von beiden Firebeams. Und da gehen die schweren Waffen raus. Ja, Heavy On, bei dir, wie gesagt, du gibst so viel Geld hier für Metall aus. Ich hätte schon längst hier nur halt da Swarms geplaced, Upgrade Center, schwere Mörser und dann zwei Firebeams und gib ihm. Aber meine Variante, ich würde immer Mörser spielen, weil ich habe da so einen kleinen, sag mal so einen Tick. Aber ich verstehe auch, dass man hier sagt, ich will hier schwere Waffen spielen. Von daher verstehe ich das voll und ganz. Und die Gunner reichen einfach nicht aus. Das sind typische Gunner von mir, die werden mit der Kneipe bezahlt. Einfach am besten alle feuern. Einfach alle feuern. Oder gucken, dass man mit einer Shotgun das Ganze covert oder mit einer 20. Aber hier, man gibt nicht auf. Hier ist die Cannon im Aufbau. Und hier oben nochmal ein Firebeam, finde ich gut. Ja. Der Sniper, na, ist nicht mehr auf der Tür drauf. Aber, ah, okay, hier ist eine Vordergrundstrebe. Ich wollte gerade sagen, manchmal kann man hier auch von oben auf die Waffen drauf snipen. Ah, der Firebeam covert schön die Haubitze jetzt. Aber der Schaden hält sich arg in Grenzen. Hier oben, der Plasmabeam brennt, wird gelöscht. Man verliert hier ein bisschen Defense, aber ihr seht, da ist noch sehr, sehr viel Platz bis zum Core. Und man ist Pinchfist, das heißt, das Metall hier hinten wird verkauft. Und da man 1 zu 1 den Betrag rauskriegt, hat man hier quasi wieder ganz viele Ressourcen, um die Defense aufzubauen. Jetzt hier, der Sniper von Heulsuse holt noch ein paar Gunner raus da unten. Jetzt kommt auch bei Nova hier oben ein Sniper. Und Team 2 muss jetzt hier anfangen gegen zu snipen. Oh. Der Plasma-Beam nebenbei noch rausgebrannt. Bitter. Und hier? Böser Hit tief reingeschnitten. Jetzt wird hier die Werkstatt verkauft. Ja, persönlich, wie gesagt, nur meine persönliche Note. Ich sehe hier nicht, dass T2-Waffen hier für Team 2 noch irgendwie einen Turn geben. Aber hier oben, wie gesagt, schwere Mörser, Nuke. Und hier vorne rein. Das ist eine ganz, ganz böse Stelle. Oder hier oben aufs Schild. Habe schon ganz viele Games mit gewonnen. Ist eklig. Und hier kommt wieder der Haubitze. Oh, der Cannonshot fliegt durch. Die Defense rest ab. Der Plasma Beam finished. Und Heavy On ist raus. 703. ist auf sich alleine gestellt. Aber hat hier eine Cannon am Start. Ich sag mal, mit Semi-Tiny Doors ist so eine Mischung geworden aus Tiny Doors und Big Doors. Ja, hier die Haubitze. Ach, die Haubitze. Die Buzzsaw, würde ich sagen. Verstehe ich. Einfach mal antesten. Und oh, das ist hier sehr, sehr wackelig verbunden. Hier fehlt eine Querstrebe, dass das Ganze ein bisschen stabiler ist, weil das wackelt wie ein Kuhschwanz. Aber die Minigunner sind das auch richtig eklig. Die kleinen Teufel mit ihren Zähnchen fressen sich durch Sandsäcke. Und da geht die Kanone raus. Also, gib Gummi hier auf der linken Seite. Einfach mit bisschen mehr Teamabsprache, mehr Koordination. Und das lief dann wesentlich besser. Die Buzzsaw von Nova hat hier viel, viel rausgeholt. Man glaubt es nicht, aber klar, die Buzzsaw kostet 200 und 2000, aber man hat hier die Windturbine, ich glaube, zweimal rausgeholt und das ist schon auf jeden Fall viel wert. Und hier die Haubitze, die kommt durch. Wir haben Core Damage bei 703, noch 73% bleiben übrig.
Und ja, Heulsuse addet jetzt hier oben die Mörser. Hat ein Upgrade Center, könnte ein schwerer Mörser werden. Hat noch eine Shotgun gegen einen eventuellen Howie. Und ja, das meine ich. Wenn ich Fire Plasma habe, brauche ich nicht noch mehr T2 Waffen, sondern ich muss die quasi mit T1 Waffen oder eben mit Minigun als Grundwaffe ergänzen und supporten, weil weicht auf, schwerer Damage. Aber das hier ist permanenter Chip Damage. Das ist nervig. Und die Shotgun, ja, was heißt der Hobby Defense, die ist dafür da, um die ganzen Open Gunner wahrscheinlich rauszunehmen. Und okay, noch schlummert die Shotgun. Und hier oben, ja, werden Rockets geaddet. Das meine ich, weil, was will ich noch? Ich habe zwei Cannons und eine Haubitze. Ich hätte schon nach der Haubitze und der Cannon keine weitere Cannon mehr gebaut. Aber ich spiele auch nie Pinchfist. Von daher, keine Ahnung. Vielleicht war einfach 2:1 im Preis gerade. Aber eben dieses Ergänzen mit T1-Waffen ist enorm wichtig, um seinen DPS permanent zu erhöhen. Und die Gunner schaffen es immer noch nicht. Die sind alle unfähig. Das war bitter. Hier kommt der Plasma-Beam. Da sind die schweren Mörser. Da kommen jetzt die Rockets. Ja, das ist eklig. Und hier die Gunner von 703. Die sind einfach allesamt unfähig. Ja, hier wurden die Mörser gerade durch die Minigunner zerschossen. Schönes Teamplay, Jungs. Schönes Teamplay. Ja, und hier kommen zwei Sniper. Drei Sniper. Eventuell, um die Laser rauszunehmen. Aber das könnte zu spät sein. Boah. Wir haben hier nochmal Core Damage bei 47%, also 703. Oh, hier Shotgun, Minigunner. Jetzt hagelt die Raketen auch noch rein. Der Gunner wird dann fertig. Hier oben brennt alles ab. 703 hat keine Ressourcen mehr. Ich denke mal auch von der APM hier vorne, hinten, oben, unten ist das gerade sau schwer zu koordinieren. Sein Ford brennt hier vorne. Oh, die Eagle Buster hackt hier gut rein. Aber leider ein bisschen veraimt. Aber Heulsuse hier mit gut Druck. Nova macht auch Druck. Jetzt kommen hier die Big Doors einfach, dass man einen vernünftigen Winkel hat. Tiny Doors sind gut und schön, aber man hat einfach keinen Winkel. Jetzt kommen die schweren Mörser. Ja, und hier wird abgebaut. Nein. Okay, man hat hier aufgegeben quasi und zögert das Ende nicht heraus. Man hat keine Waffen mehr. Ja. Und jetzt soll man einfach gefinisht werden, weil abbauen, wie ich heute gelernt habe, wird bestraft. Und hier heißt GG, das Team gibt Gummi. Wie gesagt, eines von meinen Favoriten hier für die FAL gewinnt. Und wir gehen weiter ins nächste Game. So, und da sind wir jetzt im nächsten Game. Ich habe einen kleinen Schluck getrunken, weil ich habe gemerkt, die Stimme wird langsam ein bisschen kratzig und verabschiedet sich. Und hier sind wir jetzt bei Rockets Are Bad, hier auf der linken Seite mit 7 Team und Badam gegen Rundfunk mit Bimbo for Life und Gonets. Wir wissen zumindest mal, wer das Team hier finanziert. Ich glaube, die kriegen auch vom GEZ ein bisschen was zugeschustert. Ansonsten verstehe ich den Namen nämlich nicht. Und ist das der Kubus, der unseren Rundfunk bestimmt? Fragen über Fragen. Vielleicht kriegen wir interessante Antworten in den Kommentaren. Aber wir gehen hier ins Game. Wir sehen hier oben die Waffenkammer, eine Mine, aber noch keine Windturbine. Und hier unten Waffenkammer, Windturbine, ja, und da kommt sie. Wir sehen also bei Badam keine Backturbines. Ich habe das Game hier deswegen rausgesucht, weil das ist jetzt kein Spiel wie eben mit Nova und Heulsuse gegen Simon der Dritte und Heavy On oder wenn da ein Poolboy spielt oder in Corby oder wie sie alle heißen mit Hellraisy und Vertix. Sind ja auch nochmal richtig gute dabei. Baumstände und Crash, die mitspielen, die haben auch innerhalb von kürzester Zeit so viel beim Spiel dazugelernt und haben ein schönes Gameplay. Aber es gibt eben auch Leute wie diese vier Kandidaten, die mich so sehr an meine Anfänge erinnern, wo man einfach gespielt hat. Wo man einfach gespielt hat und gesagt hat, ja, das ist gut so. Weil man sieht es hier, keine Backturbines. Man zieht die Dreierbox hier einfach runter. Es ist scheißegal, dass das nicht so effektiv wäre, wie wenn ich hier zack, 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 zack mache und hier 1-2 noch placen könnte. Es wird einfach gespielt und das finde ich schön. Hier, der Sniper von Gonzales ist raus, geht hier auf den T2-Rush.
hat hier oben alles aufgemacht. Sieht man in den Top 20 eigentlich gar nicht mehr, weil diese Ekelbasser kann einen hier oben einfach komplett wegsägen über den Windturbinen oder einfach mit Minigun einen reinhalten und man hat ein Riesenproblem. Die EMP fliegt da durch. Und das ist schön, hier wird einfach mal gespielt. Bimbo for Life hier sagt sich, komm, kack auf die Minen, braucht kein Mensch. Ich habe hier einen Swarm Launcher und eine Windturbine. Wir haben hier bei 17 haben wir einen EMP Launcher und wir haben hier eine schöne Tür. Könnte meine sein. Obwohl, ich würde wahrscheinlich einfach sagen, bam, hast eine große Tür. Viel Spaß damit. So, und wir sehen halt, hier oben bei Bedam kommt jetzt die nächste EMP. Wir haben hier ein Upgrade Center. Also, ich gehe davon aus, dass das Rockets werden sollen. Obwohl, Rockets are bad. Aber zwei Windturbinen werden da nicht reichen. Obwohl, wir sehen es, wir haben Spion gepickt. Hier wird eine Windturbine verkauft, okay. Hier alles deaktiviert, hier werden Gunner sofort nachgezogen. Einmal für den Mate, finde ich gut. Einmal für sich selbst. Und der Gunner, der wird sich, glaube ich, sein Leben lang fragen, was er beschießen soll. Ist er quasi der Suizid-Gunner, der sagt, es ist alles verloren, töte uns. Und hier kommt ein Plasma-Beam, finde ich schön. Die EMP sind nervig, hier oben vielleicht, es wurde die Windturbine hier verkauft, um den Gunner zu blazen. Okay. Für euch zwei, wenn ihr zuguckt, wenn ihr die Windturbine hier reinsetzt, dann behalt die da auch. Zieh hier Sandsäcke runter und du kannst hier oben in Gunner reinsetzen und hier unten, ne, Vordergrundstrebe hier langziehen, dass du so einen rechten, also so 45 Grad nach vorne, Hintergrundholz, Winkel nach unten und dann hier quasi unter deinem Plasmabeam auch noch ein Gunner. Aber das ist jetzt schön. Okay, die Swarms kommen an. Ja, minimaler Schaden, aber was ich meine mit schön ist, wir haben hier von Gonnets zwei Gunner, die nach unten schießen, um seinen Mate zu schützen. Und leider hat sein Mate keine Gunner mehr, um seinen Mate oben zu schützen. Aber ich finde das schön, wie man hier auf seinen Mate quasi aufpasst. Bimbo for Life hat jetzt hier dank Adlerauge gleich 4 Swarms. Das kann sehr eklig sein, man braucht nur die Kapazitäten. Die sind da mit 2 Batterien, um zu schießen. Aber diese eine traurige Windturbine, die braucht halt Freunde. Ja, hier die Rockets kommen. Eklig, der Gunner, ja, kann nicht so viel rausnehmen. Aber hier hat man schön gelernt. Ist ein sehr, sehr schönes Plasma-Beam-Setup mit Tiny Doors. Kenne ich aus dem Ranked. Finde ich immer sehr, sehr eklig dagegen zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Und wir sehen es aber hier unten bei Bimbo for Life. Es kommen jetzt nochmal Gunner. Auch auf jeden Fall Windturbinen. Und wenn es nur Backturbines sind, 3-4 hinten, aber er braucht ein bisschen mehr. Ja, und Gonnets muss sich hochverbinden. Ah, ich sehe gerade die Ressourcen. Doch eine Strebe, genau, dafür langt das. Hat wieder 4 Minen. Der Sniper geht nochmal raus bei Bimbo for Life, bei 17. Jetzt kommt hier die Cannon. War hier ewig gebraucht dafür. Na. Wieder viel verloren. Und, ach, guck mal, die Gunner von Gonnets machen einen richtig guten Job. Na, aber der Gunner, er probiert es zumindest, er ist stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch wenn die arg begrenzt sind. Aber die Gunner da hinten machen guten Job und Bimbo for Life braucht einen Sniper, der muss diese 4 Swarms mal abschießen, weil 4 Swarms, hier rein. 17 ist weg, der kollabiert. Der ist einfach instant tot. Und auch bei Gonnets, du hast hier 2 traurige Windturbinen. Die sind blockiert. Zusammen haben die 60%. Nimm deinen Plasma-Beam, mach ihn frei und drück den Schaden von oben hier rein und töte 17. Wenn die Waffe da ist, dann benutze bitte auch. Und wenn es nur dafür da ist, oder hier. Zup, einfach alles weg. Okay, jetzt werden die ersten Swarms gepainted. Sehr gut. Und der Plasma-Beam ist ready. Okay. Ich kann die Idee verstehen. Stimmt, man ist Adlerauge. Man hat ja 2 Schuss. Das war gut gedacht. Aber hat Bedam nicht abreißen können, weil wenn Bedam hier runterfällt, tötet ihr auf jeden Fall 17. Ja, ich verstehe die Idee von Gonnets. Ja, war gar nicht so doof. Jetzt werden hier Windturbinen noch geaddet.
Ja, guck mal, die dreht sich jetzt vernünftig, weil man hat hier genug freigemacht. Die hier dürfte, ja, auch traurig sich drehen, aber die läuft nochmal richtig. Jetzt ist ein Gunner da. Und man hat durch diesen Doppelschuss mit dem Plasma-Beam sich auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen Zeit gemacht, Zeit verschafft und Druck weggenommen, weil man sieht, diese Aggression mit dem Sniper und mit den Rockets ist gerade nicht mehr vorhanden. Der Plasma-Beam hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Und doch zum Commander, wir sehen, Rockets are bad, spielt Spook, zu Deutsch Spion. Ist auch ein schöner Eagle-Commander. Er zeigt dir an, wo der Feind seinen Reaktor hat, dass man immer schön präzise aimen kann. Ist gerade... Und da wurde die Batterie von Bimbo for Life mit der Cannon getroffen und er geht raus. Bitter. Okay. Verdammt, hat es noch nicht ganz realisiert, dass da unten keiner mehr mitspielt. Ja, hier die Flak und jetzt ist hier alles offen wieder. Die Windturbinen laufen und... Oh, nochmal rein. Nochmal selbe Stelle. Oh, leider ein bisschen veraimt, aber hier fällt er runter, der eine Firebeam, der eine Rocket. Oh, das hätte Gonnets hier holen können, der hätte hier bei Damn gleich Hops genommen. Schade. Aber 17 kollabiert. Da gehen wir gleich nochmal rein ins Replay, was da genau passiert ist. Aber wir sind jetzt hier im 1 gegen 1 und Gonnets hat den Plasma Beam. Er hat den Plasma Beam, er hat die Ressourcen, die kann er verkaufen. Und auf der anderen Seite haben wir Bedam, der nur noch seine T1 hat und einen Rocket Launcher. Er ist zwar Spook und wie gesagt, man sieht halt vom Gegner, welche Commander er spielt, wo der Reaktor ist, wie viele Ressourcen er hat, was der Ladezustand von der Aktiven ist. Und mit der Aktiven kann ich meinen Gegner beklauen und sehe dann fort, was gerade hier passiert ist. Deswegen ist ein bisschen Energie flöten gegangen, aber Gonnets hat hier gleich wieder zwei Plasma-Beam-Schüsse. Und bei der muss jetzt hier das erste Mal wieder Windturbinen bauen. Der Gunner hat es noch geschafft. Und jetzt hier, guck mal, das habe ich gemeint. Der Gunner ist gut gesetzt. Und hier. Oh. Nochmal selbe Stelle. Ja, GG. Und Rundfunk gewinnt. Gonnets hat das geschafft. Baut sich hier ab. Und es gelingt ihm sogar. Das kriege ich meistens nicht hin. So, aber wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Weil ich will wissen, was 17 getötet hat. So. Diese Strebe brennt. Sie brennt immer noch. Er löscht's nicht. Er löscht das nicht. Okay. Einfach diese eine nicht gelöschte Strebe hat hier 17 umgebracht. Gut. Mit diesem Wissen können wir weiter ins nächste Game. So, und da wären wir im nächsten Game. Und ihr seht richtig, wir sind hier im 2 gegen 1. Der Mate von Tar ist hier nicht zum Match erschienen und so musste der gute Tar vom Team Dorsnip jetzt hier einfach alleine spielen. Mit dem Commander Pinchfist am Start und auf der anderen Seite haben wir Mr. Keck TV und The T zusammen mit Mr. T als Team mit Gürteltier. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Hier muss diese Strebe weg. Ich persönlich bläst die Windturbine immer hier oben rein, hier auf diesem Spot, einfach aus zwei Gründen. Zum einen, ich muss hier nichts bauen, das heißt, ich brauche keine Ressourcen. Und zum anderen, diese Windturbine schützt mich auch davor, dass eine Buster-Minute von oben einfach reinschneiden kann. Jemand sollte Mr. Keck TV sagen, dass die Windturbine sich traurig dreht, weil das da blockiert ist. Bei Mr. T da unten sieht das besser aus. Jetzt wird hier alles freigemacht zum Hintergrundholz, außer die vordere Metallstrebe. Mache ich auch einfach für das Setup für die Backturbines. Hier ist jetzt die Werkstatt ready. Man könnte hier überlegen, ob man gerade im 2v1 nicht lieber sagt, ich spiele auf Nukes und du gehst auf Firebeams. Da hat man zumindest mal sehr, sehr günstig in Cover und hier unten viel, viel Sprengkraft. Aber man entscheidet sich hier für die Waffenkammer. Hat hier Metall verkauft. Und Mr. Keck TV, ja, der friemelt noch an seinen Backturbines rum. Das verstehe ich nicht. Da passt ein Sandzeug rein, ja, aber den brauche ich da hinten beim besten Willen nicht, außer The T denkt sich, ich schieße mal mit in den Rücken. So, da haben wir fünf Minen da oben. Hier unten kommt die Windturbine, läuft nur auf 3 Minen aktuell und bei Tar. Wir sehen hier 1, 2, 3 Flachs und hier 1, 2, 3. 3. Also Metall.
drei EMPs. Also der spielt hier komplett nach vorne offenes Visier und sagt sich, ich bin alleine, ich muss das für mich ausnutzen. Und ihr seht es hier, dieses Setup von ihm. Die Boxenhöhe, der Aufbau hier vorne, die Tiny Doors. Guckt euch diese wunderschönen Tiny Doors an. Das ist einfach Zucker. Das ist wie ein kleines Gedicht, was geschrieben wurde. Jedes Mal vor jeder Shotgun ein kleines Gedicht. In Haiku, was eine Geschichte erzählt. Jede einzelne Shotgun steht für eine andere Jahreszeit. Hier haben wir Frühling, den Sommer, den Herbst und die EMPs sind einfach der eiskalte Winter, der den Tod bringt. Oh, die Buzzsaw ist eine schöne Idee gewesen, aber leider keinen Benefit rausgeholt. Hier mit den Shotguns, ja, hier oben auf die Minen von Mr. Keck TV rein. Die Haikus von Frühling, Sommer und dem Herbst haben hier mal kurz Hallo gesagt. Und der Winter macht dich auch bereit, deinen kalten Gruß zu schicken. Hier hat Tadi Metallstrebe wunderbar reingefriemelt, weil ansonsten wären die Backturbines weg gewesen. Das hätte hier alles versaut. Und hier schickt endlich mal der Winter seinen Gruß. Und wir haben einfach brutalen Damage da drinne. Die Shotguns hinterher. Und Tar baut jetzt hier seine vierte und fünfte Windturbine. Selbst als Pinchfist ist dieser Rush mit der aktiven schwer zu spielen. Als jeder andere Commander, der nicht dank der aktiven die halben Feuerkosten trägt, muss sowas echt gut geplant und umgesetzt werden, weil hier Tar spielt jetzt halt richtig gut, nimmt sich die Pause, weiß, er hat hier gut Schaden gemacht. Von da unten hat er nicht so viel zu befürchten und guckt erstmal so hier seine Economy auf die Kette kriegt, weil das ist wichtig bei sowas, weil wir haben hier 800, 800, 800 zusammen, 2400 Energie, nur für die drei und das hier sind nochmal 3600 Energie. Das ist knackig, aber das kann jetzt produziert werden und mit der aktiven sind das nur die halben Feuerkosten und jetzt muss Mr. Cake TV echt leiden, weil jetzt muss er nur noch warten, dass es durchgeladen ist und ihr seht, ja, jetzt liegt hier einfach dieses todbringende Gespann hier aus Shotguns und Rockets zu Mr. Keck TV rüber. Hier unten haben wir zwei Gunner sitzen. Nett gedacht, aber ich glaube, die Shotguns sagen ganz gleich nein. Oh, tatsächlich nicht. Fehlt ja etwa der Winkel für Runde? Das wäre bitter und hier von Tar, trotz dieser Aggression, muss man zusagen. Es sind hier schon 6 Waffen im Feld. Kommt hier die T2 bei 5 Minuten und damit ist er immer noch schneller als ich, wenn ich normal spiele. Ja, jetzt hier wird hier der Gunner rausgenommen. Der Sniper wird verkauft, warum auch immer. In AP-Sniper, gerade mit Gürteltier, wird sich hier lohnen. In AP-Sniper holt hier alles mit einem Schuss raus. Und mit der aktiven durchschlägt der AP-Sniper auch 2 Türen. Und hier mit dem Gruß vom Winter plus den Gedichten von Frühling, Sommer und Herbst, ja, ist Mr. T hier ordentlich im Straucheln. Also das hier sieht nicht gesund aus. Jetzt wird hier noch eine Batterie verkauft, einfach. Ja gut, ja, es fehlen Ressourcen, es fehlen einfach Ressourcen und ja, hier reißt der Core ab und Tar ist hier im 1v1. Hier oben kommt jetzt ein Firebeam von Mr. Keck TV. Aber die Rockets hageln mit den Shotguns einfach unerbittlich in dieses Port da einfach rein. Und wie schon mal erwähnt, Firebeams sind jetzt halt die geilste Waffe gegen Shotguns. Aber was soll er machen? Er hat die Tech. Er wird hier nochmal beschossen. Da hat jetzt auch seine T2 fertig. Ihm fehlt jetzt noch ein Erstlager für ein Plasma-Beam. Und jetzt hier, guckt euch diese richtig, richtig geniale und schöne Bauweise an. Wie gesagt, das ist einfach, das ist ein liebliches Gedicht. Das nimmt dich an die Hand und entführt dich in ein wunderbares Märchen, bevor es dir einfach mit der Shotgun brutal einfach in Scheitel zieht. Aber bis dahin ist es ein wunderschönes Märchen.
was dir erzählt wird, in Reimen und philosophisch dargestellt, wo dir Bilder in den Kopf gemalt werden. Also das ist von Tahir hier richtig, richtig geil gespielt. Also das ist wunderschön. Und ja, da sieht man eben auch, bei der FAL kann alles passieren. So, der Firebeam ist ready. Der ist auch von den Shotguns freigeschossen. Der muss jetzt zum Einsatz kommen. Weil der kann hier wirklich, sagt man nicht, das Game changen. Auf jeden Fall kann er aber Druck erstmal wegnehmen, dass ein Follow-up hier von Mr. Keck TV folgen kann. Er bräuchte auf jeden Fall noch einen zweiten Firebeam, einfach um sich hier wirklich durchzubrutzeln. Und er müsste den erstmal einsetzen. Die Tür ist scheiße, der Winkel ist kacke geworden, ja. Dann wartet auf die Shotguns und dann reißt das Ganze ab. So, hier nochmal alles rein. Shotgun weg, jetzt ganz schnell verkaufen und da mal reinbrutzeln. Hier unten läuft derweil bei Tar der Plasma Beam. Und der hier versteht einfach gar keinen Spaß. Er weiß, er ist von Anfang an im Hintertreffen gewesen und hat sich gesagt, es geht einfach nur in eine Richtung. Volle Aggression nach vorne. Mr. Cake TV nimmt die Aktive vom Gürteltier. Und jetzt hier kommt mal in Firebeam durch. Und es brennt, es brennt, es brennt. Es ist sehr gut. Das wird keinen Launcher rausnehmen, aber ein bisschen Zeit, zumindest mal Damage reduziert, es sind nur 4 Raketen anstatt 6, weil der repariert. Und jetzt muss gucken, muss der Keck TV gucken. Er hat die Ressourcen, er braucht auf jeden Fall noch einen Firebeam. Im Idealfall den Plasma-Beam, er kann sich leisten, wenn er hier was erreichen will noch, weil die Chance hat er noch. Gerade mit dem Gürteltier kann man so viel tanken. Aber er muss diesen Plasma-Beam jetzt hier reinsetzen oder hier, ist es mir vollkommen wurscht, aber er muss ihn placen, weil der kann hier nochmal viel rausnehmen. Und Tar hat sich den Sniper gegönnt, der bedroht jetzt aktiv den Firebeam und, der ist offen. Ja, und der, ja, wie gesagt, der Sniper bedroht jetzt den Firebeam. Es war jetzt eigentlich nicht so gedacht, aber Tar hier ohne irgendwie, dass er hier Spaß versteht, ja, geht hier einfach erst auf The T und jetzt auf Mr. Keck TV los und zeigt mal ganz, ganz dominant, dass das Team Doorsnip auch ein Team ist, was man auf seiner Rechnung haben sollte, weil Tar spielt hier gerade alleine und er spielt das alleine sehr, sehr gut. Er hat hier die komplette Map-Dominanz mit Rockets, Shotguns, hat es hier ein Plasma-Beam, hat die Energie, um den auch zu betreiben, hat einen Sniper und veraimt hier, wollte hier die Mine rausnehmen, um Mr. Keck TV wirklich ausbluten zu lassen, weil Gürteltier kann eben pervers gut tanken. Die Rockets schlagen ein, er musste jetzt nur gucken, dass hier noch Holz ein bisschen vorne dran kommt. Die Big Boxes sind gezogen und jetzt, ja, macht Tar das einzig Richtige gegen Gürteltier. Er nimmt ihm hier nach und nach die Ressourcen weg. Ansonsten geht das Spiel hier vorne weg noch eine Viertelstunde und wir haben keinen Gewinner. Aber jetzt hier die nächste Mine geht flöten. Wir haben hier kein Vordergrundholz. Ich glaube, das ist der Panik geschuldet, die gerade bei Mr. Keck TV sich breit macht, weil er kommt nicht zur Potte, die Ressourcen werden immer enger und hier oben, ja, ist einfach Vordergrund, Hintergrundholz, die Minen sind quasi frei attackierbar. Und hier Feier mit Plasma. Ja, aber ihr seht, Mr. Keck TV ist noch am Leben. Da kommen die Rockets. Oh, die nächste Mine ist raus, die Connection ist weg. Noch minus 30%. Das ist wenig Einkommen. Ja, und jetzt ist Mr. Keck TV komplett ausgeblutet und wartet nur darauf, von Tage finished zu werden. Ist ein grausames Ende, aber so kann es eben auch mal gehen. 14% Core Health noch und der Plasma beendet das. Und wie gesagt, wir haben hier von Tar einfach ein wunderschönes Gedicht gesehen an Rockets und Shotguns. Und wir gehen weiter ins nächste Game. Und hier sind wir im nächsten Game. Okay, wir sehen hier die ganzen Pfeile und Dingsbums mit Cursor. Okay, müssen wir jetzt diese Runde mitleben und wir sehen es. Wir haben hier links Icebreaker und Blitzkrieger mit Conquer the Bros und Gürteltier. Haben schon einmal gewonnen in dem Best of Three. Und dann haben wir hier das Team Banzer Sosai mit Beluga und keine Ahnung.
haben auch schon einmal gewonnen. Das heißt, für die beiden geht es jetzt darum, wer hier dieses Best of Three für sich entscheidet. Vom Commander Gürteltier wissen wir, kann sauschnell reparieren, günstiger Stahl. Die Türen geht schneller auf, mit der aktiven wird alles repariert. Man sieht, wo der Feind Portale, Schilde und Türen hat. Kennt man. Ist halt ein schöner defensiver Commander, robust und genau das Richtige für uns, weil wir halt nicht so schnell sind. Wir müssen halt unsere fehlende Geschwindigkeit mit Tankiness ausgleichen, aber hier auf der anderen Seite, bei dem Team 2 haben wir Schockgenau. Ein schöner Commander. Von den Fähigkeiten, also passiv, die Batterien sind günstiger. Wow, Glückwunsch. Kannst du dir gleich mal einen Glühstrumpf damit stricken? Aber, oh, schön hier, der Sniper von Beluga ist raus. Oh, ganz kleines Setup gemacht. Okay, aber eine riesige Tür. Das könnte ich sein. Ja, wie gesagt, die Batterien sind günstiger. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ansonsten, was hier wichtig ist, man kann mit Schock genau in rotes Fass platzieren. Das kann nicht repariert werden. Aber sorgt dafür, dass man noch ein bisschen Ressourcen speichern kann. Und man behält die Verbindung über Konstrukte und Bauteile von dem Fort, die nicht mehr mit dem eigenen Kern verbunden sind. Auf manchen Maps ist das sehr, sehr wichtig und sehr geil. Hier jetzt auf Select Heights, ich sag mal, vernachlässigbar. Wir sehen auch hier von Icebreaker und Blitzkrieger, die wollen mit dem Doppelsniper hier schön die Windturbinen von Beluga, der kein Backturbine-Setup hat, hier in Angriff nehmen. Kann ich verstehen. Das bietet sich an, weil hier bei Icebreaker und bei Blitzkrieger haben wir ein Backturbine-Setup. Da sind die Minen, ach, die Windturbinen unangreifbar. T2 bei Icebreaker und auch die T2 bei Blitzkrieger. Lecco mio, die sind alle viel schneller wie ich. Ich glaube, ich sollte mal meinen Spielstil irgendwie überdenken. Auf jeden Fall, da kommt auch schon die T2 bei Beluga und hier bei seinem Mate, die ist fast durch. Ja, Lecco mio. Zurück zu Schock, genau. Was kann sie denn noch eigentlich? Warum will man so spielen und warum sage ich, dass sie gut ist? Ganz einfach. Was sie halt besonders macht, ist, sie kann mit der aktiven, ich sag mal, günstige Waffen in den schweren großen Bruder verwandeln. Das heißt, bei Beluga, wenn er jetzt einfach 1, 2 Firebeams baut, dann hat er, wenn die aktive von Schock genau läuft, nicht 1, 2 Firebeams, sondern einfach 1, 2 Plasma-Beams. Dann schießen nämlich die Firebeams einen Plasmastrahl. Kostet zwar dasselbe, was ein Plasma-Beam kostet, also 5000 Energie, aber die Anschaffungskosten sind wesentlich geringer. Und hier unten, ja, hier werden 20s gebaut, weil, wenn die aktive von Schock genau läuft, sagt sich die 20, weißt du was? Ich kann auch eine Kanone sein. Und verschießt ein Kanonenprojektil. Das ist halt sehr, sehr geil. Und so kann man eben mit vermeintlich günstigen Waffen, man kann mit den Firebeams, die bei Beluga höchstwahrscheinlich kommen, kann man Waffen rausbrennen, weil das kann man rausbrennen, das hält nicht viel. Und man kann auch mit den 20s hier schönen Strukturschaden machen. Was ist das denn für ein Setup? Okay, das sieht aus wie, ich will hier Sonstecke reinziehen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und Alter, das hier ist einfach kompletter Wirrwarr. Aber wie gesagt, auch mit den 20s, man kann dann eine Verteidigung aufweichen und dann sagen, gut, wenn du es hier über Sonstecke hast, ist mir egal. Ich habe hier zwei Cannons, have fun. Also man ist mit dem Commander hier relativ flexibel tatsächlich. Und man braucht auch keine teuren Waffen, Anführungsstrichen. Hier haben wir eine Flak mit einer schönen kleinen Tiny Door und das Opa-Gürteltier. Ja, ihr seht die Tür, die ist offen und sofort wieder zu. Ist einfach quasi unmöglich dagegen zu snipen, wenn man darauf wartet, dass der Gegner eine Pause macht. Und hier kommt der Gruß von der ersten 20. Ja, streut halt, aber guck mal da. Die Strebe ist gebrochen und jetzt müsste man hier den den Plasma-Beam von Icebreaker ins Visier nehmen. Hat aber hier selbst keinen Sniper im Feld. Hier sind die Minen verteidigt. Hier kommen ganz, ganz viele Gunner von Beluga, verstehe ich. Entweder sieht er das Setup und weiß, dass seine Haubitze schlummert. Oder er hat einfach einen sehr guten Game Sense. Oder er macht einfach immer. Wir haben dreimal oder, von daher sucht euch was aus, was euch am besten gefällt.
Vielleicht wird das Beluga ja uns irgendwann mal in den Kommentaren verraten, ob er es gesehen hat, das Bauchgefühl war oder einfach sein typisches Setup ist. Aber Blitzkrieger, ja, Beluga nimmt die Initiative und schießt jetzt die Gunner von Blitzkrieger weg. Hätte er auch machen können. Und hier Fire Plasma. Oh. Okay, hat die 20 kurz berührt, aber nicht getötet. Und hier, ihr seht, die aktive von Schock genau ist voll. Das heißt, da schlummern jetzt hier zwei Cannons. Und eine Cannon langt schon, damit der Plasma-Beam hier sagt Tschüss. Oh. Oh, dieser MVP-Gunner hat die Haubitzen noch rausgeholt im letzten Moment. Ja, schön. Hier macht Beluga das gut. Nutzt die Türen aus. Muss jetzt hier mal ein, zwei Gunner replace. Und hier guckt. Ja, das meine ich hier. Mit der aktiven ist das eine Cannon geworden. Kostet 3000 Energie. Die Energie fehlt jetzt gerade seinem Mate. Und hier zu spät. Jetzt haben wir hier halt nur die 20. Aber wir haben hier gerade diese aktive Dacke verwendet, um bei Icebreaker den Plasma Beam rauszunehmen mit einer 20 auf die Range, weil es einfach eine Cannon war. Oh, und hier mit Fire Beam. Richtig ekliger Winkel. Oh, das Ganze fort. In der Aufhängung jetzt gestört. Die Flak ist raus. Die eine Windturbine ist auch weg. Icebreaker bei 62%. Muss verteidigen. Covert aber sein. Oh. Wollte den Howie vom Mate covern, aber hat nicht gelangt. Und hier mit der 20 kriegt er nochmal Strukturschaden. Man müsste jetzt hier, na, vielleicht nicht die aktive ziehen, aber könnte helfen. Und hier der Firebeam schickt einen Gruß. Die Haubitze ist ganz nett, aber die braucht irgendwie Support. Eine 20 würde ich hier auf jeden Fall fühlen. Und hier unten einfach noch einen zweiten Firebeam. Ich spiele so gerne Double Firebeam, weil man kann sich dann hier durchbrennen. Die Tore könnten es abhalten, aber das Block hier unten ist meistens massiv und zu klein gebaut. Oh, jetzt wird hier... Da kommt die Haubitze durch und man frisst halt hier, ich sag mal auch so anderthalb 20s, aber die Haubitze da oben war einfach zu hoch. Man will da hin... Oh, guck mal da. Hier ist ein AP-Minigunner, einer der uniken Units, die nur dem Gürteltier vorbehalten sind. An diesem bronzenen Kranz hier vorne erkennt man den AP-Minigunner und der hat eben die Fähigkeit, dass er durch eine Lage Metall durchschießt und deswegen auch die Gunner hier hinten dran einfach ganz normal wegholt. Es ist keine Anti-Air mehr da, der... Ja, genau so muss der Howie treffen und... Die Verbindung nach oben ist bei Beluga getrennt. Hier kommen nochmal die Cannon. Ah, aber da war nichts mehr. Da wurde kein Plasma Beam replaced. Und jetzt hier fehlt wieder Energie und der nächste Schuss kommt wieder mit der Good Old 20. Und ihr seht, ja, es wurde viel, viel verämmt. Und da ist jetzt der Plasma im Aufbau gefährlich. Weil hier rein theoretisch sind zwei Cannons. Und dann hier einfach Cannon 1 und 2, dann ist der Plasma durch. Und der Core, der leidet dann noch mehr. So, wir haben hier zwei Firebeams ready. Die Haubitze kommt. Die 20 schickt einen Gruß. Ja, aber der Schaden auf die Distanz ist halt nicht so geil. Aktive gezogen. Keine Cannon Shot. Oh, okay. Da haben wir jetzt hier den Plasma Beam gesehen gehabt mit dem Firebeam. Und im Cannon Shot, also das Team 2 nutzt hier die Aktive von Schock genau gut aus. Ist auch hier schön koordiniert. Bei Beluga, ja, so eine zweite Tür würde dir, glaube ich, den Firebeams gut tun. Und ja, ihm fehlt zwar das Setup für die Backturbines. Oh, illegaler Winkel. Alter, was? Ja, die Reaktion verstehe ich. Das gucken wir uns am Ende nochmal im Replay an. Wenn ich das richtig gesehen habe, Between the Shields hat er wirklich auf die Note getroffen. Und hat damit die Batterie zum Explodieren gebracht. Da muss ich gleich mal reingucken, weil das war ja einfach ein Premium-Schuss. Also ich glaube, den kannst du nicht trainieren. Das war einfach wirklich schön. Mit dem Plasma rausgenommen. Einfach Luck. Ich sag mal, das war Luck. Wenn es Beluga so geplant hat, dann Chapeau, Hut ab. Aber das sah mehr aus, als ob es ungewollt wäre. Aber ganz ehrlich, wir haben auch schon ungewollt geile Treffer gemacht. Dafür muss man sich halt schämen, das ist Forts. Und hier bei Icebreaker, der Plasma Beam ist ready, aber er leidet.
Und was man vergessen darf, wenn Schockgenau ihre aktive zieht, werden auch alle Windturbinen vom Gegner deaktiviert oder zumindest mal 7 bis 8. Was damit die Energiezufuhr stört, das ist echt unangenehm. Wir haben hier ein Plasma Beam ist ready. Ja, die. Oh, hier den Plasma Beam nicht gut nutzen können. Schade. Hätte hier die Laser rausnehmen müssen und hier mit der aktiven. Und? Wird das der Kill? Nee. Oh, da fehlt Energie. Aber Icebreaker, der geht, ja, sag ich mal, am Krückstock. Dem geht's nicht mehr gut. Hier mit 2-3 Bastos reinsägen, aber na gut, als Gürteltier sieht man das sogar. Er sieht, dass hier kein Metall ist. Die Frage ist, ja, hat er die Ressourcen? Nein. Hat er die Tech dafür? Nein. Hat er gerade die Muße und die Zeit dafür? Nein. Also, er hat hier gerade ganz, ganz viele andere Sorgen, aber was ihm primär helfen würde, wären Sandsäcke. Sandsäcke würden den Firebeam und die 20s, was mittlerweile 4 20s sind, blocken. Klar, es sind noch rein theoretisch 4 Cannons, aber Sandsäcke würden ihm hier erstmal einen guten Dienst erweisen, weil die würden ihm viel Stress erstmal ersparen. Ja. Der Plasma Beam oder mit dem Plasma Beam hier die obere 20 Door snipen. Eventuell reißt das ab. Ja, hier beide Laser rausgenommen. Das war wichtig. Nimmt Druck raus. Aber. Oh, oh, noch neu. Okay. Icebreaker ist raus. Und hier von dem Team Banzai. Banza Sosai. Schön schockgenau ausgenutzt. Aber wir gehen jetzt nochmal auf diesen genialen Shot da von Beluga. Was ist da eigentlich passiert? Ja, guckt euch an. Er schießt mit dem Firebeam unter dem Schild durch und über dem Schild, quasi wirklich hier unter der Node und in Mü über der Node, sodass keine Kollision stattfindet vom Firebeam. Und der Firebeam hittet hier die Batterie. Die explodiert und nimmt den Core mit. Das war ein richtig geiler Schuss. So, aber ich bin noch nicht fertig mit euch. Es geht auf ins nächste Game. So, und damit wären wir jetzt auch im letzten Game von unserer kleinen Zusammenfassung, unserer kleinen Konferenz von Runde 1 aus der FL angekommen. Unten in der Beschreibung seht ihr noch einen Link, da könnt ihr euch informieren über alle Teams, wenn ihr wollt, und auch sehen, wie es denn aussieht, wer hat denn alles gewonnen, weil es gab wesentlich mehr Spiele, als ich das gezeigt habe. Aber wie gesagt, manche Games waren einfach so einseitig oder so nach dem Lehrbuch, dass ich sage, hat man alles schon mal gesehen, ist jetzt nicht so prickelnd. Ansonsten, bevor wir jetzt hier komplett ins Game reinsteigen, wäre es geil, wenn ihr liken, kommentieren, abonnieren würdet. Sehr, sehr wichtig, wirklich einfach mal kommentieren und liken, abonnieren. 60% von euch tun das nicht. Sei es drum, aber wichtig wirklich für mich einfach liken und kommentieren, damit zum einen ich ein gutes Feedback kriege, ob ihr sagt, ja, so Konferenz finde ich gut, oder ob ihr sagt, ja, auch wenn es jetzt über 20 Games sind, kannst du eventuell die alle casten. Ich will auch die Rittersport-Games sehen, wo einfach ein Block den anderen Block beschießt und irgendwann einer kollabiert aus Mitleid. Haut es mal in die Kommentare. Und ansonsten gehen wir jetzt hier einfach ins Game. Und wir sehen hier, wir haben nochmal bei Gingerbread mit Dr. Chameleon und Eirik Raude. Nochmal Warzenschwein. Ist halt ein, wie schon gesagt, Bugger Commander. Hier Backturbine Setup. Und hier bei Rage and Grace haben wir Upgrade Center und Overdrive. Man hat ja auch kein Backturbine Setup. Geht hier direkt auf Minigunner. Ohne Türen, ohne alles. Mit einer schönen Aggression geht man da rein, finde ich gut. Aggression ist nie verkehrt. Aber die ging gegen den Berg. Und hier, bei Overdrive, hier bei dem Commander unten, das ist der, der am Laptop sitzt. Was kann der? Er ist kein Commander, der oft gespielt wird. Bei ihm ist es so, die Repair Station hat noch quasi die Funktion von einer Lagerstation, weil die speichert Energie und Metall. Und bei ihm ist es so, alle Upgrades funktionieren einfach doppelt so schnell. Das heißt, wenn man das Upgrade-Geräusch hört, ist es bei Overdrive bereits zu spät.
Er kann alle Waffen auch wieder downgraden, um eben die Ressourcen zu kriegen. Wie zum Beispiel hier oben die Flak. Wird eine Shotgun und sagt, geil, ich kann die Gunner rausnehmen, die hier sitzen, wenn welche da wären. Aber dann kommen plötzlich Rockets und ich muss eigentlich hier wieder eine Flak hinbauen. Dann kann ich die einfach downgraden und muss keine Flak bauen oder also verkaufen. Das macht schon mal viel aus. Und hier bei Rage and Grails haben wir Malgeriss mit den Minigunnern, mit der Early Aggression. Funktioniert sehr gut. Und wir haben hier den Zapschlenius 69 mit den EMPs, wo hier den Gegner deaktivieren. Das sind zwei Mini, die deaktiviert wurden. Und bei Eirik Raude, ihr seht, der kommt hier mit seiner. Mit seinem Metall nicht auf den grünen Zweig. Da soll eigentlich eine Haubitze hin, aber da ist der Tech deaktiviert. Da sind keine Ressourcen da. Also die Haubitze, die ist ein bisschen verzögert. Jetzt kommt hier die aktive von Overdrive. Und die sagt einfach: Gönn die aus allen Ressourcenquellen, Minen und Windturbinen, 100% mehr. Die Gunner da unten von Dr. Chameleon, das Brett ist halt zu steil. Man müsste das hier ein bisschen mehr anwinkeln, damit die auch wirklich dann einen geilen Winkel haben, die Gunner. Weil die Idee ist gut, aber wenn man den Gunner wirklich so ein Brett vor den Kopf baut, ist halt nicht so gut. Also nicht so geil für die Gunner. Aber bei ihm, er hat die Ressourcen für den Plasma Beam und ich glaube, der würde gerade seinem Team ordentlich helfen. Hier ist auch ein AP-Sniper von Malgaris. Schön als Support für die Minigunner. Jetzt hier das Upgrade Center von Zapschlenius gleich fertig, ist ready. Man könnte jetzt hier quasi Rockets draus machen und seinen Damage mal wirklich in was Zählbares umwandeln und nicht nur ins Deaktivieren. Ja, hier mit der Flak den Gunner ein bisschen geärgert, aber ja, macht ihm nicht so viel aus. Aber hier schön gemacht. Winkel nach unten. Und hier bei Eirik Raude kommt jetzt die Shotgun. Die Haubitze. Ja, aber guck mal, die wird direkt wieder deaktiviert mit der Tech und dem Core. Ist echt nervig und ich glaube, er fleht seine Mate hier unten gerade an. Bitte bau Anti-Air, bitte hilf mir. Und sein Mate hat es probiert, aber die Gunner haben leider ein Brett vom Kopf und durch die eigene Defense hier und dem Brett hier ist der Winkel halt echt bescheiden. Man müsste einfach das Brett hier bis weiter nach vorne ziehen. Jetzt fliegen die ersten richtigen Raketen auch von Malgaris. Der denkt sich hier komplett YOLO. Türen brauche ich nicht. Drei Windturbinen, aktive, let's go. Aber das ist das, wie man Overdrive spielt. Es ist, sieht momentan so einfach aus. Es ist tatsächlich aber doch sehr, sehr schwer. Und hier der Plasma Beam von Dr. Chameleon ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Oh oh. Da muss er hier was runterziehen. Der muss hier irgendwie vor dem Holz runterziehen, weil der darf nicht rausgehen. Das ist momentan die Hoffnung von Team 1. Die Haubitze, die fühle ich gerade nicht so, weil, oh, wir haben hier oben eine Shotgun sitzen. Oh, nochmal auf dem Plasma Beam. Der qualmt schon schwarz. Also, bitte beschützt deinen Plasma Beam. Da fliegen gerade so viele Raketen, der arme Gunner ist komplett überfordert. Aber, ja, da geht der Plasma Beam raus. Einfach hier vorne eine Strebe reinziehen oder hier runterziehen, eine Big Box. Der Gunner da unten wäre egal, der Plasma wäre aber so wichtig gewesen. Jetzt müssen wir auf Eirik Raude hoffen, der irgendwie durch dieses Raketengewirr seine Haubitze schummeln lassen muss und hoffen, dass Zapschlenius nicht schnell genug auf seiner Shotgun ist. Jetzt mit der aktiven nochmal werden die Ressourcenquellen angezapft. Die Haubitze ist fast fertig und deaktiviert und bei Gingerbread ist bei Warthog ist hier die aktive ready, das heißt die Haubitze, wenn die kommt, dann wird die richtig übel scheppern. Wir haben hier die Stability Tech von Zapschlenius. Schön gemacht, ob die Vollung hier drin ist, sehe ich leider nicht. Aber das hilft auf jeden Fall, wenn man hier gut Woodspam vorne dran klatschen will. Aber momentan ist nur diese Haubitze da. Und bei Rage and Grace wird hier nochmal die aktive gezogen. Haubitze ist bereit. Man wartet auf einen günstigen Moment, weil man. Oh, hier hat man in die Minigunner geschossen. Oh, das war ein ganz, ganz schlechter Moment. Man hat hier wirklich seine Chance gerade leichtsinnig aus der Hand gegeben. Dr. Chameleon will jetzt hier Gunner nochmal ins Feld kriegen.
hat ein paar Gunner da. Ja, und das langt sogar. Die machen vernünftige Arbeit. Jetzt kommen hier unten nochmal Shotguns. Erkennt man hier an dem schlanken Fuß. Und hier ist auch nochmal in Plasma-Beam Aufbau. Das Setup ist sehr schön, gefällt mir. Die Rockets werden jetzt hier aktiv rausgenommen. Klar, man kann den Schaden nicht komplett verhindern, aber man kann ihn geringer machen. Und jetzt sind wir hier mit der Hobbits hier oben rein. Kappe der Aktiven. Die würde hier 1, 2, 3 sich hier hinfressen und dann erst Bumm machen. Das könnte der Kill werden, den das Team 1 hier auf jeden Fall braucht, weil Eric Raut und Dr. Chameleon, die hängen hier angeschlagen in den Seilen. Ja, von Taichu, das tut weh. Ja, hat er recht. Das spielt aber Team 2 auch sehr, sehr schön aggressiv. Man hat hier nur einen Sniper im Feld. In Sniper würde Team 1 hier auch gut stehen, weil die Shotguns hier sind offen, der Minigunner ist offen. Und einfach mal gucken, ob ich hier vielleicht was Offenes erwische. Und hier, oh, die Gunner. Oh, die Shotgun. Die Haubitze. Oh, das ist nicht gut. Die muss jetzt schießen. Die muss schießen. Die ist offen, komm, schieße. Einfach schießen. Ah, und da verabschiedet sich Eric Raude. Ich glaube, dem hat es Metall zum Schießen gefehlt. Oh, wie bitter. Ja, und Dr. Chameleon, bei ihm ist der Plasma-Beam gleich ready. Der Plasma-Beam mit der aktiven, ich überlege gerade. Ich glaube, hier oben, das wäre das einzig richtig Schmerzhafte. Oder, oh, warte mal. Der hätte in Winkel auf den Chor hier oben von Zapflenius. Smoke Launcher, richtig eklig. Oh, da kommen die Rockets. Oh nein, fällt runter. Da hat Team 1 echt keinen Lack. Die Haubitze in die Minigunner gesammelt. Und ja, der Plasma-Beam ist runtergefallen. Jetzt, ja, die Gunner, die haben gar keinen Winkel mehr aufgrund von diesem Holzkoloss vorne dran. Aber was will man machen? Shotguns und Rockets haben jetzt schon mehr als einmal bewiesen, dass die funktionieren. Oh, und hier, ja, hier verabschiedet sich Dr. Chameleon. Und die letzten Worte, die ich euch sagen möchte, noch als Hinweis. Wenn ihr die FPL sehen wollt, die wird von Salzi gestreamt und kommt auch auf seinen Kanal. Bei uns kommt halt nur die FAL, in Anführungsstrichen nur, weil die Spieler, die hier sind, ich denke mal, die könnten auch 1-2 Teams aus der FPL hops nehmen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.